Ich heiße Sie auch nochmal herzlich willkommen und ich hoffe, dass wir die kommende Dreiviertelstunde auch kurzweilig und vergnüglich miteinander verbringen. Also die IMUSE, das wurde ja schon eben angesprochen, ist übrigens mal entstanden, wirklich aus dem Internet-Musik-Business. Und zwar ging es damals darum, das war so der Ansatz, wie man die Independent-Musikszene, die im Online-Geschäft damals schon viel weiter war, also damals, ich rede jetzt von einem Zeitraum von 7 Jahren, schon viel weiter war als die großen, ich sag mal Major-Labels, der Bertelsmann, also BMG, Sony, Universal und wie sie alle heißen. Und wir haben da auf diesem Weg von der Musikwirtschaft und diesen vernetzten Arbeiten, unsere Gedanke war damals, die Brücke zu schlagen zwischen der Independent-Musikwirtschaft und auch Unternehmen. Das war einer unserer Gedanken, wie man das Ganze professionalisieren und organisieren kann. Wir haben diesen Bereich dann aus verschiedenen Gründen verlassen, aber der Name iMuse, der stammt aus dem Bereich Independent Music Entertainment, daher ist das ursprünglich entstanden, aber der Name ist geblieben. Inzwischen sind wir halt mutiert in ein Unternehmen, was sich mit Internet, Medien und Multimedia, Social Media Entertainment beschäftigt, im weitesten Sinne und im engeren Sinne auch schon ganz basisorientiert mit knallharten Internet-Marketing-Konzepten für kleinere und mittlere Unternehmen. Und worum es mir heute geht, ist, das hatten Sie schon angesprochen, all business is local. Vergessen Sie alles, ich bin jetzt mal ein bisschen provokant, vergessen Sie alles, was Sie über das globale Medium Internet gelernt haben. Ist meistens, wenn es um nachher um den tatsächlichen Verkauf von Waren und Produkten geht, sehr oft sehr regional, sehr lokal. Warum ist das so? Ich möchte noch mal ganz kurz eine Brücke zurückschlagen, wo das herkommt. Der Dean Ludwig war ein Geschäftspartner und Freund von mir. Der war einer der Pioniere des Internets in Berlin. Also als es noch gar keine, also Snafu gab es schon, es gab auch noch ein paar andere kleinere Unternehmen und er gründete damals, das Unternehmen hieß damals Comdesign, inzwischen später hieß es dann HTTP.net. Und er war einer derjenigen, die sich sehr stark gemacht haben für das Thema, dem Internet als anonymen Medium ein Gesicht zu geben, also auch ein Unternehmen zu bauen, was auch eine gewisse Persönlichkeit ausstrahlt. Wir hatten damals die Philosophie, wir mögen zwar abstrakt und online und virtuell arbeiten, aber hinter uns stehen Personen und die zeigen wir auch als ein Gesicht nach vorne. Das war also schon damals so ein Gedanke und wir haben uns sehr stark konzentriert eben auch auf Berliner Unternehmen und Anwender, die im Internet Geld verdienen wollen. Das war damals der Ansatz und er sagte, es ist super, dass man global im Internet auftreten kann oder will. Viel interessanter ist aber, habe ich meinen regionalen oder lokalen Markt im Griff? Und da möchte ich auch die Brücke schlagen zu dem Thema, warum Lokalität? Und warum beschäftige ich mich persönlich gerne und viel mit Lokalität? Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man sich selbst als Unternehmen definiert. Also ich würde niemals den Anspruch erheben, mit all dem, was ich tue, mit einer United Internet konkurrieren zu wollen. Kann ich nicht. Weil wir sind ein kleines Unternehmen, zwischen 3 und 5 Menschen, mal mit Freelancern, mal ohne. Wir müssen uns agil und flexibel und variabel am Markt bewegen. Wir können es uns nicht leisten, eine riesige Infrastruktur aufzubauen und vorzuhalten. Und wir können es uns auch nicht leisten, pro Monat ein paar Millionen Euro für Marketing und Vertriebsaktivitäten auszugeben. Wir müssen mit dem auskommen, was wir an Infrastruktur, personell und von unserem Intellekt her zu leisten bereit sind. Lokalität ist eigentlich ein ganz spannendes Ding. Also es ist nichts, womit man schnell reich werden kann. Das kann ich Ihnen gleich sagen, wenn Sie irgendwann mal sich entscheiden, sich selbstständig zu machen, sich auf dem deutschen Markt zu tummeln, mit kleinen Unternehmen zu tun haben wollen oder mit Einzelunternehmern, Selbstständigen. Das ist ein hartes Brot. Aber es ist ein Brot, was sich lohnt, weil Sie werden da sehr viel erleben an positiven Dingen. Zum Beispiel werden Sie es schaffen und viel eher spüren, dass sie mit dem, was sie tun, für sich selbst und auch für den anderen eine Identität stiften. Also in dem Moment, wo sie eine Identität schaffen, können sie sich selbst mit ihren Produkten und Leistungen identifizieren und der Kunde kann das auch mit den Ergebnissen, die sie auf den Markt bringen. Ein ganz wichtiger Punkt ist,
Lokalität setzt Vertrauen voraus und umgekehrt. Das bedingt sich gegenseitig. Das heißt, wenn ich jemanden direkt in meinem Geschäftsleben vor Ort bediene, dann stehe ich dem gegenüber, vis-à-vis, face-to-face, wie man so schön sagt. Das heißt, der sieht mich an und der kann überprüfen, ob das, was ich sage, das kann er in meinem Gesicht lesen, ob das stimmt, ob das eine Marketingaussage ist, ob ich unsicher bin, ob ich weiß, ob ich mein Geschäft beherrsche. Das heißt, hier wird eine Basis für Vertrauen geschaffen und Vertrauen ist auch wieder eine ganz wichtige Grundlage für funktionierende lokale Konzepte. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Regionalität, also die direkte Nähe zum Kunden. Es ist was anderes, ob ich anonym über E-Mails korrespondiere mit dem Kunden. Es ist nochmal was anderes, da wird es nämlich schon persönlicher, wenn ich ihn anrufe. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner inzwischen doch mehrjährigen Praxis im Berufsleben, dass ein persönliches Telefonat manchmal viel schneller zur Klärung oder zur Vermeidung von Problemen und Missverständnissen beitragen kann, als 1000 E-Mails, die noch lang protokolliert hin und her gehen. Manchmal reicht der Griff ans Telefon und man spart viel Zeit und Nerven. Aber, und auch das ist eine überraschende Erkenntnis aus inzwischen ja doch vielen Jahren Internetpraxis, der persönliche Kontakt durch einen persönlichen Besuch kann entscheidend sein, dass man das Geschäft macht oder nicht. Dass man sich eben ins Auto setzt oder dass man halt um die Ecke wohnt oder arbeitet und den Kunden besuchen kann. Und der kann einen selbst auch besuchen, der kann kontrollieren. Ist dieses Unternehmen eine Luftnummer oder ist es wirklich real? Stehen da wirklich reale Menschen dahinter? Das ist übrigens auch wieder ein wesentlicher Bestandteil, um Vertrauen zu bilden. Und dann, da sind wir auch schon bei dem, was ich vorher eigentlich gesagt habe, nochmal zusammenfassen. Es geht um Persönlichkeit, die man auch nach außen bringt als Unternehmen. Auch ein Unternehmen kann durchaus eine Persönlichkeit haben. Und damit ist es auch personifizierbar. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit meiner unternehmerischen Persönlichkeit oder meine Vertriebsleute beim Kunden sitzen, mit denen reden, einen direkten Kontakt haben, schaffe ich eine gute Stimmung, eine gute emotionale Basis. Und deswegen steht für mich eigentlich auch immer in unmittelbarer Nähe zu dem Thema Lokalität auch das Wecken von Emotionen und eine Emotionalität. Als ich mich vorbereitet habe auf den Vortrag, habe ich einen sehr schönen Videobeitrag gesehen. Da ging es unter anderem darum, dass Entscheidungen auf Basis von klaren Fakten im Management getroffen wurde, ob man ein bestimmtes Produkt herstellt, auf den Markt bringt, ob man da weiter forscht und so weiter. Letztlich waren die Unternehmen, das kam für mich bei raus, immer erfolgreich, die sich auch ein Stück weit auf ihr Bauchgefühl verlassen haben. Das heißt, das Bauchgefühl ist eigentlich interessanterweise, vor allen Dingen, wenn Sie mit Endkunden zu tun haben, letztlich entscheidend für den Kauf oder Nichtkauf. Wenn Sie noch so tolle Werbung gemacht haben und der Kunde kommt in den Laden, für den Werbung gemacht wurde, und der wird nicht bedient oder der Verkäufer, die Verkäuferin hat schlechte Laune an dem Tag, können Sie alles vergessen, was Sie an tollen Marketingaktivitäten verbreitet haben. Der fühlt sich nicht wohl, der geht. Das kann noch so billig sein, was er haben will. Der sagt nicht, nee, das will ich nicht, ich gehe. Ja? Deswegen ist Emotion bei dem Menschen, bei seiner Entscheidung, ob er etwas tut oder nicht tut, also kauft oder nicht kauft oder sich mit einer Marke beschäftigt oder nicht beschäftigt, einer der entscheidenden Faktoren. Fachliche oder rein sachliche Gründe spielen meistens eine untergeordnete Rolle und werden erst dann bedeutend, wenn er versucht zu begründen, warum er das Produkt gekauft hat. Also eigentlich genau umgekehrt, als man es oft in den Büchern liest. Die fachlichen, sachlichen Fakten spielen weniger eine Rolle als eben die emotionale Beziehung zu dem, was er da tut. Das hängt vielleicht ein bisschen daran, jetzt kommt die Kommunikationswissenschaftlerin in mir durch, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Wir sind als Einzelgänger nicht überlebensfähig. Wir sind darauf angewiesen, zu kommunizieren und zu interagieren mit anderen Menschen. Und wir fühlen uns dann wohl, wenn wir uns wertgeschätzt fühlen, wenn wir uns ernst genommen fühlen mit unseren Wünschen, Bedürfnissen, auch mit dem, wie wir uns gerade geben. Und wenn wir angenommen werden, so wie wir sind, dann fühlen wir uns wohl. Und das Gleiche gilt eben auch für die Themen des Marketings oder des Vertriebes. Da ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Also in dem Moment, wo der Gegenüber sich angenommen fühlt, sich wertgeschätzt fühlt, er sich wohl. Und das ist die beste Basis, um eben auch erfolgreich Marketing- und Vertriebsaktivitäten umzusetzen. Haben Sie dazu Fragen?
Ich habe mir als Beispiel zu dem Thema mal etwas herausgegriffen, was überhaupt gar nicht agil ist, nämlich eine Immobilie. Eine Immobilie mit weit über 100 Jahren Geschichte im Herzen von Berlin, mit all den starren und bewegten Dingen, die mit einer Immobilie, nämlich einer Markthalle, passieren kann. Es gibt natürlich knallharte Fakten. Also der Standort der historischen Arminius-Markthalle ist Moabit. Moabit hat ungefähr 70.000 Einwohner mit wachsender Tendenz, ist nach der Bezirksreform ein Ortsteil von Bezirk Mitte und war ursprünglich im Westberliner Bezirk Tiergarten angeordnet, organisatorisch. Das Gebäude wurde 1891 errichtet, und zwar in einer Bauzeit von unter 12 Monaten. Davon träumen heute manche Immobilienprojekte. Und zwar war der Trick daran, dass erstens der Kaiser Wilhelm entschieden hat, mit dem Berliner Magistrat, diese unhygienischen Zustände auf den öffentlichen Marktplätzen müssen abgeschaltet werden. Das hatte ganz praktische Gründe, weil Volksgesundheit auch natürlich eine volkswirtschaftliche Komponente war. Das hatte nichts mit Nächstenliebe zu tun zunächst. Hat man natürlich später aus Marketinggründen genauso verkauft, aber das war es nicht. Es ging darum, man brauchte eine gewisse hygienische Nahversorgung für die Bevölkerung. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich mal in das Ende 19. Jahrhundert zurückversetzt, Industrialisierung auch in Berlin war massiv am Fortschreiten. Es entstanden diese teilweise, heute würde man sagen, Trabantenstädte, die waren aber damals waren sie außerhalb des Zentrums, inzwischen sind sie mittendrin, wo man diese 5, 6 Hinterhöfe hatte, ne, wo die Mietskasernen 5 Geschosse hoch waren, kein Licht im untersten Geschoss und. Also Volksgesundheit war ein Riesenproblem. Dann war das Problem, wie versorgt man diese Bevölkerung? All diese Dinge hat man halt überlegt und hat sich entschieden, man baut im Berliner Stadtgebiet oder im weitesten Sinne, glaube ich, Gesundbrunnen gab es auch mal etwas, dann ist die Meinige Halle ist übrigens auch entstanden in diesem, da gibt es einige andere Hallen in Berlin, die zum Teil noch existieren. Leider sind auch viele im Krieg zerstört worden oder durch Brände oder andere Dinge dann irgendwann oder abgerissen worden. Der Trick an dem Ganzen war, die haben sich entschieden damals für die hochmoderne Eisenbaukonstruktion, also so wie auch der Funkturm entstanden ist und Eiffelturm, da hatte man schon Erfahrung mit großen Gebäuden. Und man hat eben diese fertigen Teile also schon vor Ort nur noch montieren müssen und hat dann zwischendurch Backstein, also typische Berliner Brandenburger Backsteingemäuer hochgezogen und fertig war das. Dann hat man, das sieht man hier auf dem Bild noch ganz schön, dann hat man breite Mittelgänge angelegt, die durch große Tore, das ist übrigens immer noch so, theoretisch passt, wenn jetzt nicht so viel in den Hallengängen drinstehen würde, noch ein Feuerwehrwagen rein. Die wurden halt mit großen Karren, mit Pferdefuhrwerken vom Westhafen oder von den kleinen Häfen an der Spree hineingefahren. Und da gab es seitlich so kleine Zuwege mit Hundekarren und da wurden dann die Lebensmittel oder die Versorgungsgüter dann an die Stände transportiert. Das sind ungefähr 3.500 oder 4.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Darunter, das ganze Ding ist nochmal komplett unterkellert. Also wir reden von einem riesigen Gebäude. Also wenn Sie mal Lust haben und mal nach Moabit kommen, schauen Sie sich das mal an. Da kriegen Sie erstmal eine Vorstellung von dieser sehr schönen Architektur und Sie kriegen auch mal können Sie sich auch noch mal so ein bisschen zurückversetzen in die Zeit von damals. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Arminius-Markthalle schwer beschädigt. Zum einen, weil sie halt die Nähe zum Westhafen hatte, zum anderen, weil es auch im Kiez versteckt Versorgungsverteilstationen für Elektrizität und Ähnliches gab. Und da man aber nicht genau wusste, wo die liegen, hat man einfach die Bomben abgeworfen. Moabit war, wie gesagt, auch sehr schwer betroffen von den Bombardements im Zweiten Weltkrieg. Und das sieht man auch zum Teil daran, dass Baulücken, wenn sie geschlossen waren, erkennen Sie die Neubauten daran, dass sie 6 Geschosse haben und nicht die klassischen 4 oder 5. Also daran kann man das noch sehen. Es wurden sehr tiefe Wunden gerissen. Und wie gesagt, die Markthalle als Versorgungszentrum war dann auch ein Kriegsopfer. Man hat dann mit den Geldern der Alliierten in den 50er Jahren die Markthalle wieder aufgebaut und notdürftig in Betrieb genommen, weil man gesagt hat, das ist nach wie vor ein Nachversorgungszentrum, weil Supermärkte, so wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Und man wollte eigentlich den Vorteil dieser Markthallen auch nutzen, dass man weiterhin unter einigermaßen geregelten hygienischen Bedingungen die Verbraucher versorgen kann. Seit 1982 ist sie unter Denkmalschutz.
Das ist insofern ganz amüsant, weil da Dinge auch denkmalgeschützt werden, die gar nicht mit der alten Markthalle zu tun haben. Unter anderem ein, man sieht es bei diesem Baubild noch, das ist Bitumen. Also darunter war ja so ein Pflaster, wie Sie es können Sie auf der historischen Fotografie noch sehen. Und der Bitumen ist inzwischen auch denkmalgeschützt. Das sind so nette Sachen, die halt aus der Moderne entstehen. Es gibt auch zum Beispiel das Heizungssystem, das sehen Sie auch. Auch diese Konstruktionen, das sind schwebende Heizkörper, sind eigentlich nach klimaökologischen Gesichtspunkten völliger Unsinn, aber auch die sind denkmalgeschützt. Also das sind da so die Dinge, die dann passieren können. Zum 100-jährigen Jubiläum der Markthalle wurde dann nochmal aufwendig renoviert. Damals war der Betreiber die Berliner Großmarktgesellschaft, die BGM, mit Sitz im Westhafen bzw. im Großmarkt, den Berliner kennen Sie vielleicht auch, ist eben zwischen Amrumer Straße und Birkenstraße, da ist auch eine große S-Bahn-Station und da ist das angesiedelt. Dann, also sagen wir mal, bis in die späten 80er Jahre, eigentlich kurz vor Wende und Mauerfall, war die Markthalle immer noch von großer Bedeutung für die Nahversorgung. Es gab viele Einzelhändler, es gab mit Spezialitäten, aber auch mit den klassischen Produkten wie Gemüse, Kartoffeln, Tierfutter, also alles, was so der Städter so brauchte, auch teilweise Kurzwaren. Also es gab alles, weil es eben noch keine Discounter um die Ecke gab. Und dann gab es zum einen eben auch die schwere Zeit in Berlin. Berlin war Ende der 80er Jahre eigentlich, also West-Berlin zumindest, auf einem relativ sterbenden Ast. Hat eine Menge Subkultur hervorgebracht, unter anderem aus der Musikszene. Ne? Da ist der Punk entstanden. Es gab auch hier diese große Aktivitäten im Bereich Ökologie. Und also hier war auch einiges los, aber wirtschaftlich war Berlin West am Ende. Es kam dann die Wende, für viele zum Glück, für manche leider. Für die Markthalle war das ein dramatischer Niedergang. Obwohl die Arminius-Markthalle für jeden Moabiter ein Begriff war und geliebt wurde, gingen die Moabiter nicht mehr hin. Es kamen diverse Discounter, es breitete sich immer mehr aus. Die BGM wusste sich irgendwann nicht mehr zu helfen und hat dann im Prinzip neben dem normalen Marktbetrieb, das waren vielleicht noch 10, 15 Händler, die noch da waren, haben sie eine Art Flohmarkt aufgemacht und die Halle verkam immer mehr und dann haben sie festgestellt, das lässt sich so auch nicht mehr tragen und haben dann die Halle an einen privaten Betreiber aus der Pfalz abgegeben und dieser hat sich dann verpflichtet, denkmalschonend die Halle zu sanieren und sie einer neuen Vermarktung zuzuführen. Das ist dann seit 2010 im Gange und da sind ganz interessante Aspekte aufgetreten. Also ich habe ja jetzt schon erzählt, das ist eine Halle, die als Immobilie halt eine ganz bewegte Geschichte hat, gewisse Befindlichkeiten geregt hat, in der Wahrnehmung der Urmoabiter halt einfach auch eine Institution war, obwohl sie schon längst bei Aldi, Norma, Plus, Lidl und Co. einkaufen gingen. Aber ab und zu gab es dann doch mal den leckeren Käse vom Käsestand oder spezielles Brot von dem Ökobäcker, was auch immer. Tatsächlich war das aber so nicht lebensfähig. Viele der Stammmieter, die da geblieben sind, waren zum Schluss, glaube ich, so um die 15. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, müsste ich nachgucken, aber um die 15 Stammmieter, die waren 20 Jahre und länger da. Und das gibt es ja so diesen Spruch, ne? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und nun kommen Sie mal mit solchen Leuten, mit modernen Medien, mit agilen Marketingkonzepten. Da kriegen Sie ein Problem. Das ist einfach erstmal sehr schwieriges Terrain. Dann kam noch hinzu, die Kundschaft besteht jetzt inzwischen, wir sind jetzt in so einem Spannungsfeld, zwischen Urmoabitern und Wahlmoabitern, die also mehr als 10 Jahre schon in diesem Kiez wohnen, und Angestellte der Stadtverwaltung. Gegenüber ist das Rathaus, das Rathaus steht direkt an der Turmstraße und dann kommt die Arminius-Markthalle. Es kommt die Stadtreinigung nach ihrer ersten Runde aus der Frühschicht, die Polizei, das Ordnungsamt, alle gehen da frühstücken. Und das machen die auch schon seit 10, 20, 30 Jahren, solange das da existiert. Durch das neue Konzept, und das wird jetzt nämlich spannend, kommen lauter Neugründungen rein. Das sind zum Beispiel Kreative. Wir haben jetzt eine Töpfermeisterin dort, die halt Scheibentöpferwaren dort herstellt und auch dort vermarktet.
Wir haben einen Laden, der lauter ganz verrückte Geschenksachen, auch zum Teil selbst gemacht, zum Teil auch aus industrieller Fertigung, aber überwiegend handgemachte Sachen. Wir haben dort ansässig eine gehobene Gastronomie, neben den klassischen Imbissbuden und den alten Händlern und Anbietern. Und es gibt diverse Neukunden, die die Halle inzwischen für sich erobern. Ich nenne das jetzt mal Innenbezirkflüchtlinge. Das sind alle diejenigen, denen Kreuzberg und Prenzlauer Berg zu teuer geworden ist und die einfach eine gute Lebensqualität suchen und das aber zu bezahlbaren Mietkonditionen. Und das bietet Moabit. Es sind sehr viele Kreative, die dorthin ziehen. Also es sind Künstler, Maler, Musiker, Schauspieler. Also es ist eine ganz wilde Mischung. Dann die ein bisschen erstmal unbeleckt sind, aber erstmal gucken, wo kann ich denn günstig und gut wohnen. Das sind also die Neuberliner, die halt aus dem Bundesgebiet kommen, zum Teil eben auch aus dem Ausland. Und wir haben, oh Wunder, auf einmal auch Touristen. Oh mein Gott, eine Zielgruppe, mit der die Althändler zum Teil nicht viel anfangen können. Einige haben sich gut arrangiert, aber andere und arbeiten mit diesem Lokalstatus, dass man so besonders Ur-Berlin erleben kann an ihren Ständen. Aber viele tun sich sehr, sehr schwer und empfinden die Touristen, die Freitags und Samstag die Halle voll machen, als störend. Also auch das kann ihnen passieren. Oder es ist da auch passiert. Jetzt hat sich der Betreiber überlegt, oder auch einige dort in der Markthalle, die sich immer wieder auch mit dem Thema die Markthalle, das ist ja auch eine Marke. Also Arminius Markthalle ist durchaus für Berliner ein Begriff. Der Betreiber hat zeitweilig versucht, aus der Arminius-Markthalle die Zunfthalle zu machen. Das war so ein Konzept, dass man gesagt hat, Manufakturbetriebe und Produktionsbetriebe mit nachhaltigen Konzepten sollten dort ein neues Zuhause finden. Das hat zum Teil geklappt, eben zum Teil nicht. Und dann hat man jetzt aber gehabt, die alten Händler und das Neue. Was macht man jetzt damit? Also man hat diese Marke, die man versucht hat, ein bisschen zu modifizieren, zu modernisieren, und die sperrt sich. Also hat man gesagt, wir haben nur eine Chance zu überleben, in der wir erstmal so eine Art Koexistenzabkommen schließen. Es gibt so diverse Ansätze. Die einen haben eine kleine Marketinggemeinschaft gegründet und machen in den klassischen Printmedien klassische Anzeigenwerbung. In regionalen Zeitschriften. Ich weiß nicht, ob Sie das Wochenblatt kennen, das ist so eins, was in allen Bezirken auftaucht. Die anderen sagen, ist alles super, machen wir aber nicht so mit, finden wir nicht so spannend. Wir machen lieber zum Beispiel Facebook oder andere Sachen oder machen unsere Webseiten und Online-Marketing. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen sehen, dass wir das, gibt immer wieder Bemühungen, das zu bündeln und zu organisieren. Es ist aber eben sehr schwierig, weil die Interessen lang eben sehr weit auch zum Teil auseinander liegen. Aber man sagt jetzt, okay, in diesem Mix und der Koexistenz kommt man auch voran. Und da kommt jetzt auch mein Unternehmen ins Spiel, warum wir uns entschieden haben, etwas ganz Verrücktes zu tun. Wir haben in der Markthalle ein Projektbüro errichtet. Nicht in den Büroräumen, die an den sogenannten Kopfbauten außen sind, sondern wir sind direkt in der Markthalle. Wir haben ein kleines Büro gefunden dort, das haben wir hergerichtet. Das war ursprünglich mal ganz früher die alte Herrentoilette. Dann war das ein Fußpflegestudio und jetzt sitzt da halt ein IT-Unternehmen mit modernen Internet- und Telekommunikationstechnologien drin. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das ganz behutsam. Da sind wir nämlich bei dem Thema vernetzt arbeiten und vernetzt denken. Mein Ansatz oder unser Ansatz ist der, dass wir versuchen, eine Brücke zu spannen, zu vermitteln, weil wir verstehen sowohl die alten Händler, weil ich lebe auch in Moabit, ich bin selber Moabiterin, ich kenne diese Leute, ich kenne die zum Teil persönlich, weil ich auch lange Zeit aus eigenem Interesse und aus Neugierde auch die Baumaßnahmen mitbegleitet habe. Ich kenne aber auch die Neuen und ich kenne auch die neuen Medien. Also wäre die Rolle jetzt in dem Fall vermittelnd einzugreifen und auch da ganz behutsam da auch auf eine gemeinsame Wirkung hinzuarbeiten. Und unsere größte Stärke in diesem Fall ist eben auch das vernetzte Arbeiten. Also wir sind in ganz vielen Netzwerken, also Eco-Verband ist aus meiner Internetzeit, dann gibt es im Musikbereich Kontakte. Ich habe mich auch sehr oft und sehr viel im Rahmen von kleinen und mittelständischen Unternehmen im E-Business Lotsen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, engagiert. Ich habe immer versucht, also auch immer die Brücke zu finden zwischen der neuen Technik, neuen Anwendungen und auch Kleinstunternehmen und Selbstständigen. Habe auch mal als Gründungsberaterin, Gründungscoach gearbeitet. Also so habe ich mir im Laufe der Jahrzehnte ein Netzwerk aufgebaut, was ich einbringe.
durch meine Tätigkeiten im Moabiter Kiez habe ich auch da diverse Netzwerkkontakte zu anderen Multiplikatoren, mit denen wir uns vorher verständigt haben, kommen wir uns ins Gehege mit unseren Interessen oder ergänzt sich das? Und wir haben das dann, wir versuchen uns da auch immer so ein bisschen so ein Regelwerk aufzuerlegen, dass wir uns halt ideal ergänzen. Was Sie hier interessiert, sind natürlich auch die neuen, modernen Medien. Und da habe ich mir mal das Beispiel Facebook rausgegriffen. Und der neue Betreiber, der Marktteiler, hat sehr schnell das Potenzial von Facebook erkannt und macht neben der klassischen PR- und Marketingarbeit, also er hat eigentlich ein PR-Unternehmen im Hintergrund und schreibt Artikel, lädt auch Medienvertreter ein. Also wir haben schon sehr oft Radio und Fernsehen da gehabt oder auch eben einfach einen Zeitungsartikel geschrieben. Inzwischen gibt es internationale Berichte von Touristen und Leuten, Journalisten, die ja für das Schreiben von Touristenführern verantwortlich sind und die halt Berichte über die Markthalle veröffentlichen. Und es gibt im Moment noch von den eher neueren Unternehmen diverse eigene Facebook-Seiten, die eigentlich aber sehr eng mit dieser einen Hauptseite zusammenarbeiten. Die sind alles eigenständige Unternehmen mit eigenständigen Marken und Produkten, die aber sagen, die Arminius Markthalle hat für sie als Marke als so eine starke Zugkraft, dass sie davon profitieren, wenn sie sich zum Beispiel auch in Facebook untereinander verlinken und vernetzen. Zum Teil sind es auch Unternehmen, die gar nicht direkt in der Halle sind, zum Beispiel wie die Zunftwirtschaft, das ist hier das unten in der Ecke. Das ist im Kopfbau, ist ein eigenständiger Bereich, ist aber eben von Bauweise her, sieht es so aus, als ob es in die Halle gehört, ist aber eben eigentlich autark. Oder das hier mit der hübschen Puppe, das ist ein kleiner Kinderladen in der Waldstraße, das Luna. Der auch gesagt hat, da hat die Unternehmerin hat gesagt, ich kann es mir nicht leisten, aufwendig einen Online-Shop zu betreiben und aufwendig Marketing im Internet zu machen. Ich hänge mich an das Facebook ran und ich sehe zu, dass ich im Umfeld der Moabiter erstmal mir meine Stammkundschaft aufbaue und von da aus dann eben auch weiter agiere. Also auch ein Ansatz, sich an eine Marke ranzuhängen und zu sagen, also das Umfeld Moabit und die Markthalle ist stark genug, zugkräftig genug, um neue Kunden zu generieren. Und es funktioniert auch. Es dauert. Also dieses, was man so oft so hört in Gründungskonzepten, ich setze auf virales Marketing und dann bin ich in anderthalb Jahren reich, vergessen Sie es. Hier gelten genau die gleichen Zyklen wie im normalen Unternehmen. Sie brauchen 3 bis 5 Jahre, bis die Chose richtig läuft, wenn Sie Glück haben. Manchmal dauert es sogar länger. Also Sie brauchen auch da einen langen Atem, auch wenn Sie mit modernen Medien arbeiten. Sie können auch nicht darauf hoffen, dass die Nutzer oder Kunden oder Interessenten Sie von vornherein so toll finden, dass sie sofort alles weiterempfehlen. Das funktioniert auch so nicht. Dazu ist das Angebot an Internetinformationen viel zu groß. Ja? Aber wenn so eine Marke, das ist jetzt, also der Facebook-Auftritt von der Arminius Markthalle ist jetzt seit Ende 2010, jetzt sind es fast 1000 Likes, was für so eine regionale oder lokale Marke eigentlich schon ziemlich gut ist und das ist auch sehr international. Was diese Markthalle auch ausmacht, ist, dass sie eben auch ganz eng verzahnt mit klassischen Medien arbeitet. Das heißt, ich habe den Beweis mal angetreten, hier das Slowtime von Radio 1, die waren dann wirklich 2 Tage in der Markthalle und haben Tai Chi, glaube ich, gemacht. Ich glaube ja Tai Chi. Und haben dann, da kamen auch Leute, die war proppevoll morgens, wo normalerweise nur die Müllabfuhr und die Polizei und weiß ich was ihr Frühstück nahm, war die Halle knackevoll. Die Leute haben Tai Chi in der Halle gemacht. Fanden das cool. Am Samstag danach konnte man nicht mehr treten. Das war so voll, als ob wie in der Adventszeit, wenn da irgendwelche Konzerte und irgendwelche besonderen Angebote stattfanden. War überraschend, war toll, hat funktioniert. Das wurde natürlich auch wieder hinreichend auf Facebook und auf Twitter und auf den ganzen Online-Medien verteilt und hat natürlich dann wieder auch so einen Longtail-Effekt. Longtail, haben Sie sich schon mal mit beschäftigt, mit dem Thema Longtail? Sagt Ihnen das was? Gut. Es gibt auch andere, ich sage jetzt schon klassische Medien, obwohl Berlin.de natürlich ein Online-Portal ist, aber das Portal existiert jetzt schon in der Form seit 1998, also könnte man schon sagen, es ist schon fast wieder oldschool und jeder Berlin-Nutzer, Tourist und auch jeder Bürger, wenn er irgendwas sucht, geht erstmal auf Berlin.de, wenn es um Berlin geht und guckt danach, also auch da sind sie vertreten mit Artikeln und Beiträgen. Das Interessante ist eben auch, dass sie damit erreichen, auch im internationalen Publikum bekannter zu werden. Also wir haben sehr viele Gäste aus dem Ausland. Es gibt auf YouTube auch einen Beitrag, das habe ich jetzt vergessen rauszusuchen, einen Link von einer,
von einer Britin, die so begeistert war von dem Essen, was es da gibt und von der Auswahl des Essens. Die hat also wirklich einen fünfminütigen Beitrag nur über das Essen in der Halle gemacht. Also so viel zu diesem Umfeld dieser lokalen Marke der Arminius-Markthalle oder Zunfthalle. Inzwischen wissen auch viele, dass sie auch unter Zunfthalle formiert. Es hat sich so mittransportiert, zumindest in dem Bewusstsein der Neumoabiter oder der neuen Gäste und Kunden. Aber die beiden Begriffe stehen inzwischen sogar nebeneinander als gleichberechtigt. Und in diesem Umfeld haben wir, wie gesagt, den Mikrokosmos der Denkwerkstatt errichtet. Also die Denkwerkstatt ist unser Projektbüro dort. Und wir haben halt gesagt, über diesen Weg werden wir uns, also Werkstatt, weil wir gesagt haben, wir sind im Prinzip sowas wie ein Manufakturbetrieb. Wir machen nicht aller 1&1 und Co. Standardangebote, wo man sich dann irgendwo anonym einloggt, sondern das sind alles letztlich handgefertigte Lösungen. Natürlich gibt es da ein paar Basisbausteine, aber wir legen darauf Wert, dass wir das quasi wie ein Manufakturbetrieb Online-Dienste herstellen. Deswegen auch Denkwerkstatt, weil Werkstatt, da wird was gebaut oder auch repariert. Und wir sind da mit der Zielsetzung angetreten, dass wir eine moderne IP-Infrastruktur etablieren wollen und die sich gleichzeitig auch wieder refinanzieren soll. Also wenn wir von Infrastruktur reden, reden wir von nicht wenig Geld. Man denkt zwar immer, Internet, das ist ja alles so billig oder kostenlos, aber wenn Sie dann zum Beispiel überlegen, Sie haben, ich hatte ja gesagt, 3500 Quadratmeter Fläche und jetzt gehen Sie mal, stellen Sie es mal als Quadrat vor, dann wissen Sie, wie viele Meter Sie überbrücken müssen, um zum Beispiel von einer Verteilstelle für Internet einen Access Point, also eine Sendestation anzubringen. Und wenn Sie wissen, dass alles, was über 100 Meter Kabel geht, einfach mal bedeutet, dass es am Ende nicht mehr richtig funktioniert, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, dann haben Sie da ein Problem. Da müssen Sie also sehr gut nachdenken und Sie müssen auch wirklich nicht unerheblich Geld in die Hand nehmen, um das zu realisieren. Und das andere ist, die Händler selber kämpfen zum Teil halt auch immer wieder mal in Durststrecken ums Überleben. Also Sommermonate, wenn alles draußen stattfindet, geht keiner in die Markthalle, um da Wurst oder Käse zu kaufen oder weniger Leute. Das ist eine sehr schwierige Phase. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie solche Konzepte machen, auch daran denken, dass Sie das entweder so selber konzeptionieren, dass Sie das selbst trägt oder dass, wenn die Händler dafür Geld in die Hand nehmen wollen, dass sie davon einen Nutzen erkennen und sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, dieses kostenlose Wi-Fi ist finanziert oder gesponsert bei, dann weiß ich, okay, da gucken so und so viele Leute raus, da packe ich noch meine lokalen Angebote dazu und dann kommen vielleicht auch die Kunden. Das kann man, darf man ihnen auch nicht versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht noch irgendwelche, also geplant sind zum Beispiel so Coupon-Geschichten, dass man halt über dieses Internet auch Coupons beziehen kann, Rabattmarken, was auch immer, um die Kunden für die Halle noch weiter zu begeistern und auch daran dazu motivieren, Geld zu lassen, weil darum geht es letztlich. Das ist im Prinzip das zweite Ziel, dass wir die Stammhändler und auch die Moabiter Kleinunternehmen im Umfeld dieser Markthalle, also Umfeld, das ist, ich sage jetzt mal so ein Radius von 200 Metern, dass wir die halt auch modernen Online-Konzepten zuführen oder ihnen das schmackhaft machen, dass sie erkennen, dass sie, obwohl sie im globalen Internet sind, lokale Vorteile haben. Weil nämlich, sie kennen das doch selbst, sie wollen wissen, wann der Laden nebenan auf hat. Und wenn der im Internet vertreten ist, gucken sie doch im Internet, wann die Öffnungszeiten sind. Sie gehen doch mit dem Wetter nicht raus, ziehen sich einen Mantel an und gucken, ob er offen hat. Also das, so bequem sind wir ja schon geworden. Und wenn man den Leuten klar macht, dass das ein Vorteil ist, dass wenn sie im Internet vertreten sind, sie diese Services auch positiv aufgenommen werden, dann haben sie auch was davon. Und die alte Idee, halt eine Brücke zu bauen und zu vermitteln zwischen alten und neuen Geschäften und Dienstleistungen, das ist etwas, was uns weiterhin bewegt. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Haben Sie an der Stelle noch Fragen jetzt, bevor ich da nochmal... Ich muss diese Bleibüste entschuldigen. Ich hätte es gerne noch ein bisschen optisch aufbereitet, aber da fehlte mir einfach die Zeit. Im Grunde genommen geht es darum, dass natürlich bei diesen ganz praktischen Herangehensweisen theoretische Grundlagen dahinter stecken. Ich gebe zu, mit wissenschaftlichen Konzepten habe ich mich das letzte Mal
vor vielen, vielen Jahren beschäftigt. Ich wurde damit nochmal konfrontiert 2011, als ich mich selbst nochmal und das Unternehmen nochmal so auf den Prüfstand gestellt habe. Und da haben wir uns mit dem Thema engpasskonzentrierte Strategien beschäftigt. Sagt Ihnen das was? Das ist, im Grunde genommen ist es eine Art von Schule, die sich damit beschäftigt, wie man die richtigen Unternehmensziele definiert, wie man den richtigen Markt findet und wie man sich auf dem Markt sauber positioniert. Und die geht im Wesentlichen eigentlich von einem Punkt aus. Sie sagt, diversifizieren ist schön, nur wer sich zerstreut, kann sich nicht sammeln. Es ist ganz einfach, wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre Aktivitäten auf einen Punkt zu fokussieren, können Sie den größtmöglichen Druck auf den Markt ausüben. Das heißt, Sie bestimmen diesen Fokus und Sie bestimmen, was darauf passiert. Das ist so der Gedanke. Und als wir darüber nachgedacht haben, haben wir festgestellt, eigentlich ist diese lokale Ansiedlung direkt in so einen Brennpunkt, in so einen Kiez und die Fokussierung auf Kleinstunternehmen in diesem Bereich eine Riesenchance und eine Stärke, weil sich die ganzen Großen um die immer nicht kümmern. Die sagen zwar immer in ihren großen Marketingpapieren, auch die IHK und die ganzen Verbände, wir kümmern uns um die kleineren und mittleren Unternehmen. Ich bestreite aber, dass 90% der Entscheider in diesem Bereich überhaupt wissen, wovon sie reden. Denn das letzte Mal, dass sie vielleicht in einem kleinen Unternehmen gearbeitet haben, das war vielleicht in ihrer Praktikumszeit als Studenten. Aber inzwischen verwöhnt durch große Konzerne mit entsprechenden Infrastrukturen in Unternehmen, wissen sie nicht mehr, wie ein kleines Unternehmen funktioniert. Die sind meist Inhaber geführt. Das heißt, der Inhaber, der entscheidet alles, der lässt sich auch nicht reinreden. Wenn sie Glück haben, ist der nicht sehr autoritär und hat noch eine zweite oder dritte rechte oder linke Hand, die bei den Entscheidungen und bei der Durchführung hilft. Aber sie haben das immer mit Unternehmen zu tun, wo immer eine Person das Zentrum bildet. Da kommen Sie nicht dran vorbei. Und wenn Sie den nicht überzeugen und vielleicht noch den Entscheider im Hintergrund, der die Entscheidung beeinflusst, das kann die Ehefrau sein, das kann der Sohn sein, das kann irgendjemand sein, den Sie gar nicht kennen. Ja, also wenn Sie die nicht in den Griff kriegen. Aber der Vorteil ist, wenn Sie in so einem Ort sind und sagen, Sie konzentrieren sich genau auf diesen Standort, dann kennen Sie die Leute. Und was wir halt gemacht haben, ich will das jetzt einfach mal auch so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben uns genau angeguckt, wer sind unsere Wettbewerber dort vor Ort. Und das sind leider trotzdem auch die Discounter, also ich sag mal die großen Anbieter, weil irgendjemand gesagt hat, geh zu dem und dem Unternehmen, der ist gut. Aber das wird oft nicht hinterfragt. Und was wir eben auch oft haben, und das ist etwas, was uns manchmal echt Sorgen bereitet, ich sage das mal semi-professionelle Anbieter. Jetzt seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so sage, weil Sie sind zum Teil ja auch davon betroffen. Das sind meistens studentisch organisierte Unternehmen, die entweder sagen, oh, wir machen uns jetzt mal selbstständig, machen einen auf coole Firma. Oder das sind Vereine, wo halt Leute aus dem studentischen oder universitären Umfeld auch sich tummeln. Die sind fachlich sehr gut, natürlich auch sehr professionell, nur nicht sehr beständig, leider. Und sie verderben uns auch die Preise, weil ich bin Unternehmerin, ich will Geld verdienen. Das ist ganz klar, ich mache das nicht nur aus Nächstenliebe, sondern ich möchte auch meine Miete, mein Essen und mein Auto am Ende des Monats bezahlen können. Wobei aufs Auto kann ich verzichten hier in Berlin, aber wenigstens Miete und Essen und vielleicht mal eine Reise, das wäre schon ganz schön. Was man auch machen muss, das habe ich auch mal meinem Gründungsunternehmen gesagt, ihr müsst die Zielgruppe eingrenzen. Wenn ich euch frage, wer ist eure Zielgruppe, dann, und die sagen, na alle. Ich sage, ja, wer alle? Spricht BMW alle an, wo wir jetzt mal bei den großen Marken sind? Spricht Apple alle an mit den iPhones und den ganzen? Nein. Die haben sich alle genau Gedanken gemacht, wen sie ansprechen wollen. Und deswegen sind sie in ihren Bereichen auch so erfolgreich. Und das gilt übrigens hierbei auch in diesem lokalen Prinzip genauso. Sie müssen genau wissen, wen Sie ansprechen wollen. Denn nur dann wissen Sie, in welcher Sprache Sie mit ihm reden müssen. Weil wenn wir von Marketing sprechen, dann reden wir auch von Sprache. Ja? Also für uns war das so, wir haben auch gesagt, wir fokussieren uns auf einen bestimmten Markt, eine bestimmte Zielgruppe, haben wir gesagt, die kleinen Selbstständigen, also entweder Inhabergeführten, aber die Kleinstunternehmen sind die uns interessieren. Oder selbstständige Kreative, eben auch als Einzelunternehmer auftretend. Wir haben gesagt, wir tragen diesen Manufakturgedanken vor uns her. Wir sagen, wir machen nicht in dem Sinne von der Stange, sondern wir nehmen uns Basis,
Basisbausteine und gucken dann, dass wir die so anpassen, dass die auf das passen, was der wirklich braucht. Und was wir auch als Credo uns auf die Fahne geschrieben haben, wir sehen für uns als Kleinen, wir sind ja auch ein kleines Unternehmen, wir sehen keinen logischen Grund für die Trennung zwischen PR, Marketing und Vertrieb. Das muss aus einem Guss sein. Ich kann, gerade wenn ich lokal vis-à-vis mit einem Kunden rede, kann ich nicht PR und Marketingversprechen geben, die ich im Vertrieb und nachher in der Umsetzung nicht halten kann. Deswegen ist das wichtig, dass das zusammenpasst. Und was man eben nicht vergessen darf, ist, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis auch individualisierbar und skalierbar sein muss. Das heißt, natürlich haben wir die großen Lösungen, die mal, ich sag mal, sechsstellig kosten. Können wir liefern, ist kein Problem. Ich weiß nur, dass, ich sag mal, der Hallenimbiss um die Ecke das nicht bezahlen will und auch nicht braucht. Der braucht das nicht. Der braucht keinen Online-Shop und große Manufaktur, Nachweise und irgendwas, was da. Das ist für den gar nicht interessant. Für den ist es interessant, dass seine Öffnungszeiten im Netz stehen. Oder wir haben da zum Beispiel in der Markthalle eine Comic-Tauschbörse. Der ist einer der wenigen Anbieter, die in Deutschland überlebt haben. Und der sagt jetzt, viele wissen, dass ich da bin, aber eigentlich, ich weiß, ich habe auch internationale Kunden und die finden mich immer nicht. Also möchte ich jetzt eine Internetseite haben. Ne? Also Beispiel, so entsteht sowas. Und was wir daraus gemacht haben in der Praxis, ist, dass wir sagen, wir machen ganz kleine Schritte. Wir backen wirklich kleine Brötchen. Wir sagen nicht, wir wollen jetzt sofort die ganze Markthalle erobern und alle davon überzeugen, wie toll Markenbildung übers Internet ist oder dass sie alles vorher, was sie gemacht haben, falsch ist oder was auch immer. Das ist auch gar nicht der richtige Weg. Sondern was wir machen, ist, wir gucken uns lokale Meinungsbildner an. Das können sowohl bei dem alten Stammkunden und Händlern welche sein, das können aber auch von den neuen welche sein, die da aktiv sind. Wir haben den Vorteil, wir können mit beiden reden. Wir schauen auch bei den Bestand, welche Szenarien haben in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit funktioniert. Weil die Ältere, Sie wissen ja, die Halle hat ja einige Umbrüche hinter sich, die können sie nicht mehr übernehmen. Aber wir gucken halt, was haben andere schon für Erfahrungen gemacht, tauschen uns aus und übernehmen auch diese Szenarien und verfeinern die. Und dann machen wir etwas ganz Einfaches. Wir tun einfach unseren Job. Wir sagen dem Kunden, wir machen das Projekt so und so, das sind die Bedingungen, und sie setzen das in der bestmöglichen Qualität um und schaffen damit ein positives Beispiel. Wir sagen nicht allen, die müssen das alle so machen. Das wäre total falsch in dem Fall. Das würde auch von den Besuchern nachher nicht angenommen werden. Das Schöne ist, wenn das dann funktioniert und das genauso ist, wie der Händler oder der Gastronom sich das vorgestellt hat, dann wird er sagen, geh dahin, die sind gut. Die machen das so, wie du das möchtest und so, wie du es bezahlen kannst. So funktioniert es auch. Und dann, wenn jemand so wie ich so umtriebig ist in Netzwerken, dann ist man natürlich als Gesicht auch bekannt in diesem Kiez. Und das kann man durchaus auch nutzen, da muss man sich nicht schämen, das ist erlaubt. Ja? Hat natürlich auch den Vorteil, man darf sich nicht daneben benehmen in der Öffentlichkeit. Das mit der Authentizität habe ich schon gesagt, man muss zu dem stehen, was man tut. Und ich zum Beispiel bin überzeugte Moabiterin, mich kriegt man da, glaube ich, nur noch waagerecht raus. Aber ansonsten bleibe ich da. Ich fühle mich da sehr verwurzelt, verhaftet und schätze diesen ganzen Kiez sehr mit allen Ecken und Kanten. Ja, die anderen Punkte ja, lesen können Sie selbst, aber ich denke mal, was eben auch wichtig ist, man braucht viel Geduld. Wie gesagt, wenn wir hier von solchen Konzepten reden, rede ich nicht von morgen. Ich rede von Zeiträumen von 12 bis 24 bis 36 Monaten. Also man braucht da viel Durchhaltevermögen. Und manchmal, bevor man eine Idee realisiert oder toll findet, hilft es auch mal einfach ein bisschen nachzudenken und zu überlegen, ist es überhaupt sinnvoll, was man da vorhat? Oder ist es sinnvoll, was der Händler oder der Kunde vorhat oder der Gast, ob der hat ja vielleicht eine Vorstellung, die gar nicht passt. Ich gehe nochmal zurück. Also wir haben uns nochmal damit beschäftigt, was ist eigentlich das Wichtige? Was macht Lokalität aus? Oder wie funktionieren Marken in einer Region, lokal vor Ort. Ich habe jetzt eine lokale Marke rausgesucht, die also sogar zum Teilweise überregional wirkt. Aber wir sind eigentlich wieder bei dem Punkt, es geht um Identität und Identifikation. Sie werden das, wenn Sie mit Moabitern sprechen,
drei Meinungen von zwei Personen über die Markthalle finden. Die einen finden das alles scheiße, dann haben sie einen alten Moabiter. Die anderen sagen, boah, ist ja toll, das ist ja richtig aufgepeppt. Das sind die Leute, die mal vor 10 Jahren in der Halle waren und jetzt wiederkommen und sagen, ist das schön hier? Und es gibt die neuen Moabiter, die sagen, das ist mein dritter Ort. Das Konzept vom dritten Ort, kennen Sie? Das ist im Prinzip das neben dem häuslichen und dem beruflichen der dritte Ort, in dem man sich auch in der Freizeit noch aufhält. So ganz platt ausgedrückt. Es ist um die Ecke. Ich treffe da meinen Nachbarn, meine Freunde, meine Feinde, alle, die ich sehen oder nicht sehen möchte. Und da sind Persönlichkeiten vor Ort. Und wenn ein Unternehmen sich da niederlässt, muss es eben auch sich in diesem Rahmen bewegen. Und es geht auch da wieder letztlich um Emotionen und Emotionalität. Die Moabiter lieben und hassen ihre Halle. Genau, und manchmal auch gleichzeitig. Die können sich manchmal auch, einzelne Personen können sich manchmal nicht entscheiden, ob sie es toll oder nicht so toll finden. Aber sie kommen trotzdem wieder und sie fühlen sich wohl in diesem Ort. Er hat eine eigene Magie geschaffen. Ich möchte an der Stelle eigentlich einen Break machen und nochmal einen Schritt zurückgehen. So ein bisschen weg von der Nabelschau hin zu dem, was Sie wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten und Jahren Ihres Lebens umtreiben wird, wenn Sie sich halt mit Markenbildung, modernen Marketing, mit agilen Marken beschäftigen, mit agilem Marketing. Und mir sind da so ein paar grundsätzliche Fragen gekommen. Mich interessiert, ob Sie sich die auch mal gestellt haben. Können Sie sich noch erinnern an den IBM-Werbespot? Da sitzt einer, liest Zeitung. Ein Zitat über die Entwicklung des Internets. Und der sagt dann einfach so, wir müssen ins Internet. Und sein Kollege fragt, wieso? Damals hat das Gelächter ausgelöst, aber eigentlich ist die Frage gar nicht so blöd. Was meinen Sie? Muss jeder ins Internet? Also ich habe neulich den Spruch gehört und da musste ich auch wieder lachen und daran denken, ja, wer nicht im Internet ist, der existiert nicht. Das sagen Sie mal dem Hallenimbiss in der Markthalle, der nichts mit Internet am Hut hat und wo jeden Morgen scharenweise Leute einfallen, die ihren Hunger stillen. Eine andere Frage ist, brauchen zum Beispiel auch alle kleinen und mittleren Unternehmen unbedingt eine Visitenkarte im Web oder einen Internetauftritt? Die Frage ist berechtigt. Wenn wir den Kreis schließen, dann sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen. Ich habe mich da heute ein bisschen zurückgehalten, aber das geht um die Kunden, um die Zielgruppe. Das Wichtigste bei allem, was ich tue, ist doch immer die Zielgruppe. Wen will ich erreichen und warum? Der Ordnungsamt-Mitarbeiter, der hat natürlich auch sein Smartphone dabei. Aber der weiß, wo seine Markthalle ist, der weiß, wo seine Lieblingshändler ist, der weiß, wo er sein Essen kriegt. Der braucht keine lokalisierten Dienste dafür. Wird er vielleicht nutzen, weil er das schon mal cool findet, aber interessant ist es nicht wirklich für ihn. Aber zum Beispiel die Tauschbörse mit den Comicheften, Romanen und so weiter, für den wird das langsam ein Thema, weil der sagt, Mensch, ich bin jetzt der Vorletzte, glaube ich, im ganzen Bundesgebiet, der das in der Größenordnung macht und ich habe nichts im Internet. Mich findet keiner. Sie wissen, dass es mich gibt, aber die wissen nicht, wo. Für den ist die Frage ganz klar. Ja, er muss. Die Frage ist nur, in welchem Umfang? Muss er gleich einen kompletten Sortiment-Online-Shop machen? Oder reicht es erstmal nur ein Hinweis, ich bin hier im Umfeld dieser Markthalle, dort zu finden, das sind meine Öffnungszeiten und das sind die Kategorien an Comics, Romanen oder weiß ich was, die ich habe. Könnte ja auch reichen. Da muss man halt gucken, was er nachher wirklich haben will. Die Scheibentöpferin zum Beispiel, mit der ich befreundet bin und für die ich eben auch das Marketing im Online-Bereich immer auch mitmache ein Stück weit. Die sagt, ich brauche einen Online-Shop, weil ich bin zwar immer zum Ende der Adventszeit ausgeplündert, ich kann nichts mehr verkaufen, weil ich keine Ware mehr habe, aber was mache ich denn die Monate von Februar, wenn ich nachproduziert habe, bis in den November? Ich kann nicht davon leben, dass Laufkundschaft an der Markthalle vorbeikommt. Die braucht einen Online-Shop, also die wieder ja. Braucht der Imbiss, der vorzugsweise für die Rentner kocht in der ganzen Umgebung. Also wir haben mehrere Seniorenwohnheime und das ist wirklich die Fallen, wenn Sie da in die Markthalle gegen 14 Uhr, 12 und 14 Uhr kommen, haben Sie das Gefühl,
alle Seniorenheime des Kiezes haben Ausgang. Das ist auch schön übrigens, man hört da tolle Geschichten. Aber brauchen die jetzt Internetpräsenz, Online-Marketing? Mein Rat an der Stelle ist, gucken Sie sich an, wen Sie erreichen wollen. Wenn Sie natürlich junge Leute haben wollen, also wir haben zum Beispiel, ich sag mal so die ganzen Neumorbiter, die sind so zwischen 25 und 45, haben meistens kleine Kinder, sind gut verdienend, haben alle ihr Smartphone in der Tasche oder ihr Tablet. Natürlich, für die müssen sie was machen, ist klar. Aber wenn sie die nicht ansprechen wollen, dann brauchen sie das auch nicht. Also immer gucken, also nicht gleich so jedem Hype da auch hinterherlaufen. Spezialthema KMUs könnte man vielleicht sogar noch eine eigene Veranstaltung davon machen. Warum sind kleine und mittlere Unternehmen eigentlich in Deutschland so schwierig, wenn es um moderne Marketingkonzepte geht? Warum sind die so sperrig? Täuschen Sie sich nicht. Ich habe mich erinnert, es gibt tatsächlich ein paar Unternehmen, die da hochprofessionell und hochwirksam arbeiten. Das sind aber die sogenannten Hidden Champions. Das sind Unternehmen, die eigentlich gar nicht so da, dem Umland oder Umfeld gar nicht bewusst sind, dass sie in Berlin sitzen oder irgendwo in Cottbus oder wo auch immer, die aber in ihrem Bereich absolute Weltmarktführer sind. Die haben hochmoderne Internetanwendungen, auch mit mobilen Applikationen, mit allem, was man sich vorstellen kann. Aber die meisten, das ist so meine Erfahrung, sind da eher skeptisch. Also wenn Sie mit dem Handwerker um die Ecke sprechen und dem sagen, es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn ich wüsste, wann du deine Ferienzeit hast und ich nicht vorbeikommen müsste, sondern einfach mal schauen kann. Oder du hast mir eine Heizung bestellt und die willst du irgendwann einbauen. Ich kann verfolgen online, ich weiß ungefähr, wann die kommt, damit ich planen kann. Da sagt er, das brauche ich nicht. Kann man sich darüber streiten, ob er es braucht? Ich denke, manchmal ja. Vor allen Dingen kann er sich von seinem Wettbewerber nebenan abheben. Ja, also. Aber das Schwierigste ist, also die deutschen kleinen Unternehmen sind eigentlich mehr so Abwarter. Das ist auch manchmal gar nicht so ungesund. Die warten erstmal ab, ob sich eine Technologie, ein Standard etabliert hat. Und dann schlagen sie los. Sie hatten ja vorhin gesagt, ich bin seit 1995 bin ich im Internet irgendwie aktiv. Aber die richtig interessanten Geschäfte mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die gingen erst in den späten 90ern, eigentlich in den Nullerjahren, nach dem ersten Dotcom-Crash. Das war 2001. Da haben sie wahrscheinlich noch gar nicht studiert. Ne? Also danach, weil da ist nämlich die Branche erwachsen geworden. Da ist das Internet stabil geworden. Da fingen sie an. Ja? Das Thema virales Marketing durch Social Media ist auch so ein Ding, was ja auch immer im Zusammenhang mit agilem Marketing, mit agilen Marken, mit agilen Konzepten zu tun hat. Der Gedanke kam mir, als ich mich so an meine Zeit als Gründungscoach erinnert habe. Und da musste ich immer sehr viele Businesspläne lesen, korrigieren. Und ich wurde immer gehasst oder geliebt für die Frage, ja, wo ist euer Markt? Und wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie? Und wenn ich dann gehört habe, wir machen dann virales Marketing, wir sind einfach gut und dann machen wir noch ein bisschen da und da und dann werden wir durch Weiterempfehlung werden wir ganz schnell reich und berühmt. So übrigens hat es auch nicht funktioniert in der Musikszene, wie wir wissen, ne? Die da genau das Gleiche gemacht haben. Die haben hochwertige Medien produziert, also Musikvideos, gerade in der Independent-Szene, das ist zum Beispiel. Wir haben Konzepte erarbeitet, wie sie das monetarisieren können, weil diese Videos eben auch sehr begehrt waren und auch nicht bei MTV oder Viva, die ja damals auch schon ihre Videopräsenz zurückgefahren haben, auch da nicht gezeigt wurden. Und dann haben sie YouTube und MySpace für sich entdeckt und haben damit ihren Content komplett entwertet und sind weder dadurch reich geworden noch berühmt, weil es alle gemacht haben und die Großen auch nicht geschlafen haben, die haben ja einfach platt gemacht. Also viel gebracht hat es da nicht. Jetzt kehren sie übrigens wieder ein bisschen zurück. Das ist so, sie besinnen sich auf den Wert ihrer Inhalte. Also wenn man sich mit sozialen Medien und viralem Marketing beschäftigt, gehen Sie mal davon aus, dass 99,9% nicht funktionieren. Und das 0,01%, was funktioniert, hat es irgendwie durch Bauchgefühl oder durch Glück geschafft, den Nerv zu treffen und den richtigen Nerv zu treffen. Abgesehen davon, diese ganzen Erfolgsstorys, die Sie hören, von eBay, von Amazon, auch von Facebook, von YouTube, die haben alle ganz klein angefangen und die hatten einen Wahnsinnsvorlauf. Auch Google
war, bevor es so groß wurde, war schon ein Jahrzehnt fast auf dem Markt und war ein Nobody. Das war eine ganz langsame, kontinuierliche Entwicklung. Google hat halt einfach was sehr Kluges gemacht. Die haben vermischt, die haben Werbeanbieter mit Werbenachfragern vermischt. Sie haben sich Content, also Inhalte, dazu gekauft. Sie haben an der Suchmaschine gearbeitet, die ganz fleißig bei jeder Suchanfrage zum Beispiel Daten über die Nutzer sammelt und diese dann wieder weiterverkauft. Also die NSA ist dagegen gar nichts. Na, wer Google benutzt, der kann gleich eigentlich alles über sich preisgeben. Die sind sehr gut in solchen Auswertungen von Daten, die sie allein durch Cookies bekommen. Also es ist unglaublich. Ja, aber die sind gewachsen. Das ist nichts, was so, wenn man jetzt sagt, ja, guck dir Google an oder Amazon, die haben klein angefangen. Ja, und eBay war, ich glaube, Ricaro hieß der ursprüngliche Auktionsplattform. Die hat so rumgedümpelt und dann wurde das halt marketingmäßig aufgepusht und dann wurde es als Marke etabliert und wurde dann erst erfolgreich. Aber das hat lange gedauert, ja. Also virales Marketing heißt nicht automatisch, dass man schnell wird, dass man große Reichweite erzielt. Auch das funktioniert nicht. Und soziale Netzwerke können eigentlich nur dann helfen, wenn sie auch passende Konzepte und Angebote haben, die die Nutzer wirklich interessieren. Und da müssen sie ganz viel Hausarbeiten und ganz viel Geld in die Hand nehmen, um das rauszufinden. Ja, ein Thema, was uns selber im Moment sehr umtreibt, jetzt nicht im Zusammenhang mit dieser Markthalle, sondern grundsätzlich mit den Diensten, die wir sonst so anbieten, das ist das ganze Thema Mobilität. Die Amerikaner sind da schon längst dabei, ihre modernen Fahrzeuge komplett mit Entertainment-Geräten auszustatten, die komplett mobil sind, die setzen auf neue offene Standards, also da passiert ganz viel. Und wir sind da noch ein bisschen zurückhaltend. Es gibt natürlich ganz viele tolle Apps und mobile, also Thema Location-Based Services ist, ich weiß nicht, das wievielte Mal gehypt, also ich habe den ersten Hype 2007 erlebt, jetzt kommt es wahrscheinlich wieder, also das sind so Bogen, also da werden Sie mir wahrscheinlich dann im nächsten Jahr mehr darüber erzählen können, als ich Ihnen. Ich möchte an der Stelle gerne meinen Vortrag beenden. Ich hoffe, ich habe Sie nicht völlig in Schlaf geredet. Aber einige gucken mich noch ganz wach an. Ich hätte Lust zu diskutieren. Wie sieht es mit Ihnen aus?